Herzlich willkommen hier auf dem Rooftop in München. 4.5. Einigermaßen Wetter, es windet ein bisschen und habe heute einen Gast hier, Klaus Pinkerneil. Seines Zeichens Rechtsanwalt. Er hat uns familiär in einigen Maskenanmeldungen und eingezogenen Attesten vertreten, hat gleichzeitig auch jetzt die letzten Tage vorm Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde eingelegt. Und herzlich willkommen, Herr Pinkerneil. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Hallo, ja. Grüße. Ich freue mich, dass wir uns mal persönlich kennenlernen. Ja, wir haben immer nur telefoniert. Das ist dann so die schöne Sache. Man merkt dann gleich, ob man auf der anderen Seite jemand hat, der maximal engagiert ist, der sehr viel Gas gibt. Da würde ich Sie jetzt dazu einordnen. Sehen Sie es auch so? Ja, man tut, was man kann. Rechtsanwalt von aus Leidenschaft nehme ich jetzt mal an, oder? So ist es, absolut. Also ich bin ja Strafverteidiger in erster Linie und kam dann also quasi zu Corona wie die Jungfrau zum Kinde. Also eigentlich vor einem Jahr, als es losging mit den massiven Freiheitsbeschränkungen. Also ich hatte eigentlich damals gedacht, das Riesenproblem werden ganz individuell die Quarantäneanordnungen sein, dass die Leute halt dann 2 Wochen, sage ich jetzt mal, in Jugendhaft gehen. Das war es dann aber gar nicht. Was dann an kollektiven Freiheitsbeschränkungen kam, war im Grunde vor einem Jahr noch gar nicht abzusehen. Naja gut, und so bin ich seit dem ersten Tag eigentlich dabei, check die Rechtsprechung, versuche immer zu sägen, wenn es was Neues zu sägen gibt an den Verordnungen. Naja, und so I'm here und wir sind ja jetzt quasi ganz oben gelandet, nicht nur hier, sondern auch vom Bundesverfassungsgericht. Jetzt gibt es ja so einen gewissen, sage ich mal, Fokus von den Juristen. Es gibt da eine Änderung, es gibt einen gewissen Grundsatz, Grundrechte und so weiter. Ich sage jetzt mal verfassungsgarantierte Grundrechte, die jetzt mit dem entsprechenden Gesetz 28a, 28b, da kennen Sie sich jetzt besser aus als ich, da bin ich jetzt nicht so drinnen, wo es doch eklatante Einschränkungen gibt, wo man sagen kann, das hatten wir in der Bundesrepublik noch nie. Das ist richtig und das war ja auch der Anfang. Ich weiß noch eben, allererster Lockdown, Kontaktbeschränkungen, Ausgangsbeschränkungen von einem guten Jahr. Ich habe mir gedacht, das kann ja wohl nicht sein. Und da stand ja alles noch so ganz diffus im Raum, wohin geht die Reise, was schreiben die jetzt eigentlich fest? Und als dann die erste Verordnung kam, 3 Tage nachdem die Politik ja gesagt hat, wir wollen keine Mauer bauen, auf gut Deutsch gesagt, kam dann der ganze Hammer. Und ich hatte dann also auch gleich in eigenen Namen eine Klage gegen die allererste Verordnung schon vorbereitet. Ich meine, wie es halt immer so war, man fängt ab Donnerstag das Vorbereiten an, am Sonntag schickt man es raus und am Donnerstag haben die das Infektionsschutzgesetz geändert, weil damals war es tatsächlich so, dass führende Rechtswissenschaftler allen voran, eine Frau Professorin Klafki, ich glaube Uni Regensburg, weiß ich jetzt nicht genau, die dann gesagt hat, nee, das Infektionsschutzgesetz in seiner damaligen Form gibt sowas überhaupt nicht her. Gut. Donnerstag wurde mir der Boden entzogen, in dem der 28 erstmal geändert worden ist. Großartig. Das heißt, da gibt es eine Bestrebung, wirklich an den, sag ich mal, fundamentalen Säulen unserer Demokratie, jetzt würde ich nicht sagen sägen, aber zumindest schon mal anzudeuten, wo da die Reise hingeht. Sehen Sie da jetzt eine ganz neue Geschichte oder ist das etwas, wo Sie sagen, das gibt es schon länger? Nee, absolut. Also es ist neu. Es hat seinen Ausgang von einem Jahr genommen und es wurde ja quasi innerhalb einer Woche, wurden ja quasi sämtliche Werte, die wir hatten, jetzt mal vom Grundgesetz, was da drin steht und wie man es interpretiert, ganz abgesehen. Aber was waren denn die Grundwerte bei uns? In Abgrenzung zur DDR, jahrzehntelang, dass man reisen darf, Ausgangsbeschränkungen kannte man bestenfalls aus irgendwelchen Meldungen aus Diktaturen. Es wurde an den Grundfesten, an den Grundwerten gesägt und das war auch vor einem Jahr schon, als ich dann gelesen habe, ich glaube in Spanien oder in Italien wurden Krankenwagen, die Positive ins Krankenhaus gebracht haben, mit Steinen beworfen. Da habe ich mir gedacht, hoppla, also binnen so kurzer Zeit gibt es ja nicht und die Entwicklung hat sich ja fortgesetzt. Am Anfang, wir wissen es ja, haben die Leute noch mitgemacht und das stand ja noch im Einklang mit den Pandemieplänen. Man hat gesagt, naja, 2 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen Lockdown, danach kommt die zweite Phase. Stand ja drin, Modisar-Studie, 2. Phase, da wird dann eben getestet und gegebenenfalls einzelisoliert und dann kommt irgendwann nach ein paar Wochen die 3. Phase, dass die Risikogruppen geschützt werden. Und wir sind jetzt nach massivem Druck aus der Wirtschaft mal gerade, wenn man so will, in die 2. Phase gekommen, nachdem die erste wirklich
solche Auswüchse erlebt hat, wie man sich es wirklich nicht vorstellen konnte. Jetzt sind wir beide ja keine Mediziner. Jetzt brauchen wir auch gar nicht darüber diskutieren, ob dieses C-Wort, das schon gar keiner mehr sagen und hören kann, ob das tatsächlich der Grund ist. Da will ich auch jetzt gar nicht reingehen. Aber jetzt sage ich Ihnen folgendes Beispiel. Mein Sohn hat zum Beispiel einen Maskenattest, da er auch Asthmatiker ist und so weiter. Dann, dass der Staat da eingreift und sagt, er geht jetzt auf die Ärzte los und Sie kennen die Paragraphen besser als ich. Dann unterstellt, dass es sich hierbei um ein nicht nur falsches Dokument, sondern im Spezialfall dann auch noch ein erschlichenes Dokument ist. Kennen Sie das irgendwoher aus der Vergangenheit? Sowas gab es in der Vergangenheit eigentlich nicht. Also es gab immer so ein bisschen Wellen, Modewellen. Also blödes Beispiel, ich mache seit Jahren sehr viel Sexualstrafsachen. Ja. Als das dann irgendwie vor 15, 20 Jahren langsam so hochgekocht ist, bis hin zum Climax, Nein heißt Nein und die ganze MeToo-Bewegung. Das war so eine Welle, wo man auch juristisch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. Aber das ist ja ein ganz anderes Kaliber. Da geht es um schwerste Straftaten. Da kann man durchaus der Ansicht sein, ja, da muss auch die Polizei oder die Staatsanwaltschaft oder auch die Gerichte ein bisschen härter die Zügel anziehen. Ich sehe es ein bisschen differenzierter als Verteidiger, aber die Ansicht kann man haben. Aber hier geht es um Ordnungswidrigkeiten. Das sind Ordnungswidrigkeiten, wie wenn Sie falsch parken, wenn Sie bei Rot über die Ampel fahren. Da wäre es doch unvorstellbar gewesen, Sie fahren bei Rot über die Ampel, Sie haben da zwei Polizeibeamte, die Sie dann rausziehen oder bei der Lasermessung. Ja, das geht alles ganz, ganz friedlich ab. Dann kriegen Sie Ihren Bußgeldbescheid, ärgern sich ein bisschen und bezahlen den und gut ist. Aber hier kommen dann die Mannschaftswagen mit den Sturmtruppen und einer Einschüchterungstaktik. Sowas ist noch nie da gewesen. Juristisch beleuchtet, für wie haltbar sehen Sie das denn? Jetzt haben Sie ja gesagt, bei der Gericht haben Sie eine großartige Quote. Die können Sie auch gerne mal nennen. Ich bin jetzt gespannt. Sie haben es ja vorher gesagt im Vorgespräch. Wie gut sind Sie denn weggekommen mit den ganzen Ordnungswidrigkeiten? Also bei dem Bußgeldverfahren habe ich bislang, toi toi toi, tatsächlich noch eine Einstellungsquote von 100%. Also kein einziger meiner Bußgeldfälle hat bislang mit einer rechtskräftigen Verurteilung geendet. Es gibt jetzt so ein paar Richter, die es wissen wollen, stehen zwei, drei Verhandlungen an. Muss man mal sehen, da muss man dann halt so ein bisschen querulieren, um Verfahrensfehlerchen zu provozieren, dass man es dann notfalls vielleicht in der nächsten Instanz über die Rechtsbeschwerde kippt. Aber es ist ja auch der menschliche Faktor. Diese Richter, das waren die Bußgeldrichter, die seit 20 Jahren eben diese Blitzer- und Lasermessungen verhandelt haben, standardmäßig. Die haben ein schönes Leben. Und jetzt müssen die sich alle zwei Wochen mit neuen Verordnungen und irgendwelchen findigen Verteidigern rumärgern. Da haben die meisten auch wenig Muße dazu, zum Glück. Das sind jetzt die Leidtragenden, die dann Sie bezahlen müssen. Jetzt nicht, dass ich sage, Sie hätten Ihr Geld nicht verdient, bitte nicht falsch verstehen. Aber die Leidtragenden sind dann die, weil die müssen einen Anwalt beauftragen. Die werden so oder so bestraft. Gibt es da jetzt irgendeine Möglichkeit, denen, ich sage jetzt mal, diesen Leuten, die diese Ordnungswidrigkeiten ausstellen, die da mehr draus machen, als es vielleicht ist, die es auch jetzt eskalieren. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, denen beizukommen? Zu sagen, das sollen die bitte unterlassen, das ist absolut unverhältnismäßig. Schwierig. Vor allem dann über die Kosten quasi, dass die Leute kostenfrei aus diesen Sachen rauskommen. Sie haben den neuralgischen Punkt ja schon angesprochen. Dass wir bußgeldrechtlich auf dem Papier die Dinger früher oder später mit argumentativem Aufwand wegkriegen, ja, das ist die eine Sache. Aber die Polizei und der Staat hat ja den Leuten allein schon durch das Verfahren ein Riesenei gelegt. Gut, die Maskenverstöße, Kontaktbeschränkungen, Bußgelder, wenn jemand rechtsschutzversichert ist, das übernimmt die Rechtsschutz, wunderbare Sache. Wobei die inzwischen auch so ein bisschen Rückzieher machen, weil die mit diesem Ansturm ja gar nicht gerechnet haben. Aber wenn Sie jetzt ein Strafverfahren haben, gerade mit den Masken, es bleibt ja nicht beim Bußgeld, sondern die perfide Art ist ja die zu sagen, schön, du hast mir einen Attest gezeigt, das hat ja ein Arzt ausgestellt, den haben wir schon dreimal, das ist übrigens interne Weisung bei der Staatsanwaltschaft, ein Arzt, der mehr als drei Atteste ausgestellt hat, gilt per se als gefährlich, gegen den wird ein Ermittlungsverfahren wegen Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse eingeleitet, für den Arzt eine Katastrophe, ja, wenn er da heil rauskommt, gut, wenn er nicht heil rauskommt, ist er seine Approbation los, aber auch für den Betroffenen, der auf einer Demo mit einem Maskenattest ist, ja, der hat jetzt erstmal ein Strafverfahren. Was macht man mit dem Strafverfahren? Ja, man kann natürlich versuchen, die Sache auszusitzen, gar nichts machen. Kann gut gehen, ja, geht auch manchmal gut, aber
viele oder die meisten werden dann halt doch sagen, naja, jetzt schalte ich mal einen Anwalt ein. Und was passiert, selbst wenn man es eben nach den ganz normalen gesetzlichen Gebührensätzen abrechnet, das Ding wird vielleicht dann eingestellt. Da hat der Anwalt 700 Euro verdient, aber eben der Betroffene ein Loch in der Tasche, was fünfmal mehr oder zumindest dreimal mehr ist als das Bußgeld für den Maskenverstoß. Und das ist ja so diese ganz, ganz üble Art. Ja, wir kriminalisieren jetzt erstmal. Die Leute kommen dann vielleicht auf dem Papier fein raus, haben keine Vorstrafe, wunderbar, aber zahlen deutlich mehr, als wenn sie gleich das olle Ding aufgesetzt hätten. Jetzt haben Sie ja familiär bei uns die Einstellung erreichen können. Sie haben ja trotzdem eine Kostennote gestellt. Bitte, ganz wichtig, die haben Sie natürlich verdient. Nicht, dass Sie jetzt denken, ich habe da jetzt irgendein Problem mit dieser Kostennote. Sehen Sie aber trotzdem den Punkt, dass das was mit den Leuten macht? Weil das ist ja eigentlich ein psychischer Kampf, ja. Also auch ein psychischer Kampf und eigentlich auch ein direkter Schlag auf den Kopf für den Bürger. Ja, natürlich, ganz definitiv. Also ich kenne viele Leute, die sich gerade in der Anfangszeit wenig gedacht haben, sich einen Attest besorgt haben bei irgendeinem Arzt, den sie kennen, der sich auch gedacht hat, naja, da drücken wir anderthalb Augen zu, gibt es ja häufig auch. Ja. Gab es ja auch immer mit den Krankmeldungen. Da ist nie jemand auf die Idee gekommen, ein Arzt, der überdurchschnittlich viele Krankmeldungen ausstellt, dass der jetzt hier die Hausdurchsuchung kriegt oder sowas. Ja. Natürlich, ja. Also wie gesagt, ich kenne so viele Leute, die dann sagen, ich habe eigentlich einen Attest. Auch Leute, die wirklich ein handfestes Leiden haben, ja. Asthma, sonst irgendwas, psychische Probleme, irgendwas vom Gesicht zu haben, sind ja auch nicht ganz selten. Habe eine Mandantin, die hat ein Trauma aufgrund einer Vergewaltigung gefesselt irgendwann mal gewesen. Ja. Da zieht natürlich jeder Polizeibeamte die Augenbrauen hoch und auch diese Rechtfertigungssituation, irgendwas, was mir mal vor 20 Jahren passiert ist, jetzt offenbaren zu müssen, das ist natürlich ein psychischer Druck und da sagen wirklich sehr, sehr viele, eigentlich sogar die meisten, ich ziehe jetzt meinen Attest gar nicht mehr raus, weil ich überhaupt keinen Bock auf die Diskussionen habe. Ich gehe da 2 Minuten zum Bäcker rein, auch wenn mir grün und schlecht wird. Die Disziplinierung von Staatsseite, die funktioniert leider. Ja, jetzt wollen wir mal das Thema wechseln, weil wir haben diese Woche hoffentlich noch, ich sage es Ihnen gleich voraus, unser Arzt wird sich auch mit einem Rechtsanwalt hier bei uns äußern. Es gibt da Neuigkeiten, die will ich nicht so nach draußen bringen, weil ich bin da kein Jurist. Ich habe nicht die Details, um das ganz genau so zu verkaufen, wie ein Jurist zu sagen, das hier sind die Punkte, hiergegen gehen wir vor. Jetzt möchte ich nochmal auf die wichtigere Sache raus. Wir haben uns ja nicht getroffen, um über alte Attestgeschichten von irgendwelchen familiären Dingen hier zu flanieren. Mir geht es hauptsächlich darum, Sie haben ja jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht, da sitzt ja ein Herr Harbert, der ja auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, in Verruf geraten ist, weil er ja ein deutliches Parteibuch hat, deutliche Parteinähe. Als oberster deutscher Richter, so sage ich das jetzt mal, laienhaft. Sehen Sie da überhaupt eine Möglichkeit, dass hier vernünftig auf Sachebene argumentiert wird und eben nicht politisch? Jein. Vor einer Woche habe ich die Frage eigentlich noch optimistisch mit einem klaren Ja beantwortet, weil ich gesagt habe, der Harvard ist einer von 16 anderen oder eben von 8 anderen in dem Senat, er kann nicht alleine entscheiden. Und das Bundesverfassungsgericht hat eine jahrzehntelange Rechtsprechung sich aufgebaut. Und ich meine, die Rechtsprechung ist eigentlich unser Verfassungsrecht, weil wenn Sie unsere Verfassung lesen, dann können Sie da alles und nichts rein interpretieren. Und die hat sich natürlich auch gar nicht so anders gelesen wie die DDR-Verfassung, waren unterschiedliche Staaten. Auch jetzt liest sich unsere Verfassung nicht so viel anders als vor einem Jahr. Und wir haben möglicherweise auch schon unterschiedliche Staaten. Also die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hat eigentlich das Fundament für die letzten 70 Jahre bei uns hier gebildet. Und ich habe vor einer Woche noch gesagt, darüber können die sich nicht so ohne weiteres hinwegsetzen. Ich vertraue darauf, dass die nach wie vor orientiert an ihren eigenen Grundsätzen vernünftige Entscheidungen machen. Jetzt haben wir diesen Klimabeschluss und ich bin mir nicht mehr so sicher. Weil wenn Sie den lesen, da steht dann drin, sinngemäß oder wörtlich fast, der Klimaschutz kann auch künftig gravierende Freiheitsbeschränkungen rechtfertigen.
das ist irgendwie in die Zukunft gerichtet, also so nach dem Motto, wir müssen heute oder wir können heute unsere Freiheit beschränken oder wir müssen sogar heute unsere Freiheit beschränken, damit wir es in 10 Jahren nicht über Gebühr machen müssen. Das ist natürlich von so vielen Unwägbarkeiten und das ist ein absolutes Novum. Und auch, also bester Orwellscher Neusprech steht drin, das gebietet schon heute einen schonenden Umgang mit den grundgesetzlich verbürgten Freiheitsrechten. Das muss man immer auf der Zunge zergehen. Ein schonender Umgang mit unseren Freiheitsrechten. Also schlimmer kann man es nicht sagen. Ich schone jetzt deine Freiheit, weil du gehst jetzt immer 10 Jahre in Bau. Also jetzt übertrieben. So, und das ist neu. Und also so habe ich das Bundesverfassungsgericht noch nie argumentieren hören. Und das macht mir Sorge. Das heißt, wir sind von den Fakten weg. Ne? Also wenn jetzt jemand sagen würde, auf der Autobahn darf ich nur 100 km/h fahren, einverstanden, das würde vielleicht noch jemand verstehen. Auf einer 6-spurigen und geradeaus dann irgendwann auch nicht mehr. So könnte man das jetzt eigentlich verstehen. Ne? Jetzt haben wir jetzt überall 100 stehen an der Autobahn, aber vielleicht steht da irgendwann jetzt mal 30. Möglich. Also ich habe heute früh im Radio gehört, ich glaube, es ist Renault, Peugeot, irgendein Auto, was eh nicht besonders schnell fährt, habe ich mich so ein bisschen gewundert, aber die wollen das jetzt drosseln auf 180. Ja? Und das ist der Anfang. Mhm. Ja, und das Bundesverfassungsgericht hat Tür und Tor geöffnet, jetzt eben Sie können das ja auf alle Bereiche übertragen. Jetzt sagt man, okay, der Klimaschutz, ja, das ist so ein übergeordneter Wert, der steht irgendwo in der Verfassung. Und damit können Sie gravierende Freiheitsbeschränkungen rechtfertigen. Wir haben es auf der Ebene jetzt mit Corona. Der Gesundheitsschutz rechtfertigt gravierende Freiheitsbeschränkungen. Sie können das abklappern bei allem und Sie können es drehen und wenden, wie Sie wollen. Sie können ja sogar auf die Idee kommen, ganz kapitalistisch zu argumentieren, indem Sie sagen, das Eigentum ist geschützt, der Eigentumsschutz, das Unternehmertum rechtfertigt gravierende Freiheitseinschränkungen. Naja, und dann sind wir natürlich in der vorindustriellen oder in der industriellen Revolution mit ausgebeuteten Arbeitern. Ist jetzt ein absurdes Beispiel, aber mit dieser Argumentation können Sie quasi alles und jedes rechtfertigen. Kann man dagegen eigentlich noch vorgehen? Gibt es da noch eine Möglichkeit? Außer jetzt, werden alle 4 Jahre zur Wahl gebeten. Da können wir natürlich dann entscheiden, was wir haben wollen. Aber es sieht ja auch dieses Jahr nicht besonders gut aus. Ich denke, die politischen Richtungen ist klar. Auch medial wird grün angeschoben. Sehen Sie da einen Punkt, dass es zwischen der Anführungszeichen unabhängigen Justiz, die natürlich auch die Grundrechte in gewisser Hinsicht einschränkt. Aber meistens war es ja so, dass man gesagt hat, es muss ein Richter dann beschließen. Ich sage jetzt mal, Sie werden ja auch nicht verurteilt, ins Gefängnis zu gehen von, einem Pflasterstein auf der Straße, sondern da kommt ja ein Richter und sagt, Sie haben Beweisführung und so weiter. Sehen Sie da jetzt den Punkt, dass wir a, politisch geworden sind vor dem Recht oder vor Gericht, dass wir da politisch geworden sind, dass es dort massivste Einschränkungen gibt, die eigentlich nicht mehr zu rechtfertigen sind? Es ist schwer zu sagen. Also im Kleinen vor den Amtsgerichten. Ich verteidige die kleinen Geschichten, Maskenbefreiungen, was weiß ich hier, irgendwelche Randale bei Demos, Widerstand gegen die Staatsgewalt. Ich denke, da wird das noch funktionieren. Das hat ja auch in der DDR funktioniert. Ja, das Strafrecht des kleinen Mannes, 90% der Fälle, haben auch da funktioniert. Problematisch wird es halt, wenn wir an die politischen Grenzen stoßen. Und das ist ja, wird eigentlich jetzt so deutlich bei uns, dass es uns eigentlich immer relativ gut ging, weil es uns nicht betroffen hat. Ja, man kann nach Russland, man kann nach China gucken, so weit an die Grenzen des Zulässigen oder für die Regierung Gefährlichen sind wir bei uns nie gekommen, weil die Grenzen halt weiter gespannt waren. So, und jetzt werden die Grenzen plötzlich sehr, sehr eng gezogen. Und jetzt merken wir, hoppla, wenn wir bei uns an diese Grenzen kommen, geht es uns ja auch nicht viel besser als in Russland. Gut, wir haben noch keine Arbeitslager, unser Strafvollzug ist da noch etwas humaner, das wird da wohl auch bleiben. Ja, aber vom Prinzip her ist es eine ganz gefährliche Entwicklung und es ist schwierig zu sagen, was kann man dagegen tun. Der Jurist ist kein Politiker. Ich kann halt wirklich nur wie ein Arzt an den Symptomen im Einzelfall sägen. Ich kann den Leuten, wenn sie so wollen, die Schmerzmittelchen geben. Manchmal kann man auch operieren. Aber ich kann nicht den Körper ändern. Ja? Wichtiger Punkt, Diktatur. Hätten Sie sich vor 10 Jahren denken können, auch nur vorstellen können, dass es 2020, 2021 so weit kommt, wie es jetzt ist? Niemals, niemals. Also es gab ja immer schon so
bisschen eine Entwicklung. Ja, jeder sagt, früher war alles besser. Wir erinnern uns an unsere Kindheit. Meine Eltern erinnern sich an ihre Kindheit. Da durfte man mehr, da konnte man mehr, da war weniger Kontrolle. Liegt vielleicht in der Natur der Sache. Es gab ja so ein bisschen die Entwicklung nach 9/11, ja, dass wir Freiheitseinschränkungen oder sagen wir mal aus heutiger Sicht eigentlich nur Unannehmlichkeiten haben hinnehmen müssen. Also wie konnte man früher reisen? Da hat man alles im Handgepäck gehabt. Jetzt waren da die absurden Regelungen. Keine Nagelfeile. Man darf keine Cola, kein sonst irgendwas, keine Nagelfeile. Aber Sie können die Stewardess ja auch mit einem Schuhband erwürgen, wenn Sie unbedingt wollen. Macht genauso wenig Sinn wie unsere Corona-Einschränkungen. Und also der Trend irgendwo zur Bevormundung und zum Sicherheitsdenken, der war immer da und der ist auch stetig angestiegen. Aber dass es wirklich so völlig jede Verhältnismäßigkeit verlässt, konnte ich mir ja vor 10 Jahren nicht vorstellen, vor 20 Jahren nicht vorstellen und vor einem Jahr. Naja, vor einem Jahr. Na, vor einem Jahr konnte ich es mir auch nicht vorstellen. Verstanden. Jetzt haben wir ja so ein Wahnsinnsurteil gehabt in Weimar, wo sich ein Gericht wirklich mal intensiv mit der reinen Faktenlage aus meiner Sicht beschäftigt hat. Der Dank war ja dafür, dass er netten Besuch bekommen hat von Personen, die bei ihm zu Hause, also der Richter, nicht irgendjemand anders Beteiligter, der hat mal Besuch bekommen von ganz netten Menschen, die alle in Uniform sich um seine Sicherheit gekümmert haben. Auch so ein Fall, wo Sie sagen, wow. Es ist ein völliges Unding. Ja, also es ist natürlich immer schwierig als Ferndiagnose. Ich kenne die Akte nicht, ich kenne die Argumentation der Staatsanwaltschaft nicht. So wie ich es aus den Medien kenne, bin ich der Ansicht, es ist völlig absurd, diesem Richter Rechtsbeugung vorzuwerfen. Das Kernargument scheint ja das zu sein, dass man sagt, er hätte seine Zuständigkeit überschritten, weil er als Familienrichter sich anmaßt, über eine Verordnung zu urteilen, ob die nun rechtmäßig ist oder nicht. So, das hat mich doch sehr erstaunt. Weil das passiert im Strafrecht tagtäglich. Sie müssen im Strafrecht oder der Strafrichter muss auch prüfen, steht diese Verordnung überhaupt mit höherrangigem Recht in Einklang? Und wenn nein, dann spricht der frei aus rechtlichen Gründen. Das ist überhaupt nichts Neues. Ich bin kein Familienrechtler. Aber genau das ist da passiert. Und die Verordnung ist eben kein Gesetz im förmlichen Sinne, sondern es ist eine Verordnung, die der Richter ganz individuell nach eigenen Maßstäben messen muss. Und wenn er mit vertretbaren Gründen der Ansicht ist, dass diese Verordnung verfassungswidrig ist oder in Teilen eben rechtswidrig ist. Man muss ja gar nicht bis zur Verfassung gehen, sondern man kann ja auch sagen, es steht im Infektionsschutzgesetz gar nicht mehr in Einklang. Was ja auch gemacht wird. Landesverfassungsgericht Thüringen war es, glaube ich, die haben eben eine Verordnung aus den ersten Tagen dann gesagt, die ist rechtswidrig. Also es ist nicht so abwegig. Also ich halte es auf jeden Fall für eine vertretbare Entscheidung. Und da ein Rechtsbeugungsverfahren einzuleiten, ist einfach ein Unding. Und es ist eine wahnsinnige politische Einflussnahme auf die Unabhängigkeit der Richter. Weil wer verfolgt denn? Die Staatsanwaltschaft verfolgt. Und die Staatsanwaltschaft ist anders als die Richter nicht unabhängig, sondern die sind weisungsgebunden. Die unterstehen dem Justizminister. Ja, und der hat da seinen Fuß in die Tür gebracht. Und ich bin mal gespannt, ob sich die Geschichte auch auswirkt auf die anderen Verfahren, die wir haben. Ob jetzt die Amtsgerichte disziplinierter sind, vielleicht weniger die Verfahren einstellen. Mir macht da ganz besonders Sorge eine Sache. Ist mir gleich eingefallen zum Rechtsbeugungsparagrafen. Ist ja auch furchtbar pervertiert, ja, weil der ist ja dafür da, eigentlich den Bürger dafür zu schützen, dass Gerichte Willkür üben. Die Rechtsbeugungsverfahren, es gibt sehr wenige, ja, aus den letzten Jahren, die mir bekannt sind, die mit Verurteilung geendet haben, waren immer solche, ja, wo man gesagt hat, der Richter war zu milde. Es gab da vor, weiß ich nicht, 25, 30 Jahren, gab es eine Amtsrichterin, eine freundliche Dame, irgendwo im Norden, ich glaube Flensburg war es. Die hat ganz gerne die ganzen Bußgeldverfahren gegen Blitzer und so weiter eingestellt, weil sie wohl offensichtlich eine leidenschaftliche Autofahrerin mit Herzberaser war. Und die Möglichkeit gibt es ja nach dem Gesetz. Sie können wegen Geringfügigkeit einstellen. Ja, sie hat halt ein bisschen übertrieben. Was macht die Staatsanwaltschaft, weil die mit keinem einzigen Bußgeldverfahren mehr durchgekommen ist? Leitet ein Rechtsbeugungsverfahren ein und ist damit durchgekommen. Ja, und das ist die Tendenz, die wir jetzt hier sehen. Mir macht das ein bisschen Sorge, ob dann nicht ein Richter im Zweifel, der bislang die letzten Monate in meinem Bußgeldverfahren gesagt hat,
ja komm, verfassungsrechtlich, das ist alles so, nicht so ganz ausgegoren, ja, dünnes Eis, wir wollen den Leuten ja auch nichts Böses, wir stellen es ein. Ob sich das jetzt nicht in Zukunft ändert, weil die Angst haben? Also es wird überall mit Angst regiert, da sind wir uns, glaube ich, relativ einig, das haben wir ja auch vorher festgestellt, es wird da richtig Druck aufgebaut, es wird in jeder Hinsicht gleich die volle Kraft der Staatsmacht präsentiert, sei es jetzt mit Demos, demoralisieren, indem man da einfach mit sehr, sehr großer Mannschaftsstärke, mit sehr, sehr rabiaten Methoden reingeht. Sehen Sie aber trotzdem jetzt die Chance, dass vor dem Verfassungsgericht, Bundesverfassungsgericht, da mal jemand hingeht und sagt, dieses 28b, weil nur darum geht es ja jetzt, glaube ich, in den Verfahren. Die C nicht zu vergessen. dass da wirklich mal jemand sagt, dieses Gesetz ist so dermaßen gegen unser Grundrecht, denn da steht ja eindeutig drin, was nicht erlaubt ist. Sehen Sie da eine Chance, dass man eigentlich juristisch dieses 28b gar nicht machen kann oder dass es gar nicht haltbar ist? Naja, wir haben es ja versucht. Ja, und ich bin jetzt niemand, der sinnlose Anträge schreibt. Also es gibt ja Kollegen, die wettern gegen alles mit allen möglichen und unmöglichen Argumenten. Habe ich von Anfang an nie gemacht. Ich habe immer geguckt, wo hat man realistische Ansatzpunkte, ohne sich bei Gericht zu blamieren. Ja, manchmal folgen die einem, manchmal auch nicht. Mhm. Aber wenn man jetzt anfängt, Blödsinn zu schreiben, wird auch was sinnvoll ist, irgendwann mal nicht mehr gelesen. Dementsprechend, ja, ich habe es versucht mit der Verfassungsbeschwerde, andere ja auch, ich bin ja nicht alleine. Klar, es waren ja richtig viele mittlerweile. Da ist ja die FDP durch den Professor Kinggren oder Kinggreen, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, der hat eine wunderbare Verfassungsbeschwerde gemacht, der Professor Mooswijk ja auch. Man liest das natürlich von den Kollegen, dass man sich auch guckt, ne, wie argumentieren die, kann man da vielleicht für meine neueren Versionen noch was rausziehen, macht ja jeder. Und die letzten Verfassungsbeschwerden, die ich gemacht habe vor 2-3 Tagen, die waren sicher auch noch besser als die, die ich selbst im eigenen Namen auf den Weg gebracht habe, 10 Tage vorher. Ja, natürlich, die Hoffnung habe ich, ja, weil es eben Rechtsgrundsätze gibt, hatte ich ja schon vorhin gesagt, die das Verfassungsgericht selbst aufgestellt hat und dass die sich jetzt davon so völlig entfernen. Ich habe noch Hoffnung, ja, auch wenn jetzt eben der Klimabeschluss eine ganz neue Linie eingeschlagen hat. Ich habe Hoffnung, dass die nicht alles über den Haufen werfen. Und ob man danach noch was machen kann, sprich Europäischer Gerichtshof, weiß ich nicht. Da kommen Sie als Jurist eigentlich nie hin. Ich hatte mal einen Fall mit Untersuchungshaft in Tschechien, der ist gut ausgegangen. In 25 Jahren Berufstätigkeit landet man einmal beim Europäischen Gerichtshof. Ja, auch Verfassungsbeschwerden selten. Ich weiß nicht, wie viel ich gemacht habe. Wenn es 10 waren, war es viel. Ja. Jetzt sind wir ja schon fast am Ende von unserem Gespräch. Sehen Sie jetzt im letzten Gang quasi jetzt, wenn Sie jetzt zurückgucken, die letzten 6 Monate, wo man uns jetzt quasi den Dauer-Lockdown verkauft hat mit Wellenbrecher, Sie wissen ja die ganzen Argumentationsketten, habe ich so ein bisschen das Vertrauen in den Rechtsstaat nicht verloren, aber es ist durchaus so, dass die Richtung klar ist. Glauben Sie, dass da jetzt im nächsten Gang wir mehr in die Eigenverantwortung gehen müssen, dass wir quasi für uns selber irgendwas tun müssen, dass wir weder mit dem Staat jetzt aneinander geraten, noch dass wir ihm an der Stelle folgen. Sehen Sie da irgendeine Möglichkeit, wo wir sagen, juristisch sind wir hier sauber, wenn wir, da sagen ja viele Leute, Paragraph 204, ne? Sie wissen schon, Widerstandsrecht, sind wir da schon, da fehlt es noch weit. Das ist das Widerstandsrecht. Da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber... Ist gut, dass Sie es ansprechen, weil das ja auch immer irgendwo geistert. Ne? Wir sind schon so weit, ja, wir haben das Widerstandsrecht. Jeder, der es unternimmt, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen, gegen den hat jeder Widerstand. Verfassungsrechtler sind sich einig, dass das eine Luftblase ist im Grundgesetz. Und das ist es wohl auch, weil selbst wenn Sie mit guten Gründen sagen würden, jetzt sind wir soweit, wer prüft das denn? Wer richtet? Es richten die Richter und die sehen es im Zweifel völlig anders. Das heißt, das schönste Widerstandsrecht, selbst wenn man sagt mit guten Gründen, alles, was die Rechtsprechung dazu mal entwickelt hat, oder Rechtsprechung gibt es ja nicht, aber die Literatur, die rechtswissenschaftliche Literatur, alles greift ein. Ich sehe jetzt für mich das Widerstandsrecht. So, dann übe ich Widerstand. Dann lande ich vor einem Richter, der sagt, nee, das war ja noch niemals das Widerstandsrecht. Also selbst wenn das eingreifen würde, theoretisch nützt es Ihnen nichts, weil diejenigen es anders beurteilen. Deswegen, das können Sie vergessen.
Wunderbar. Vielleicht ein gutes Schlusswort für alle die meinen, man muss jetzt irgendwas anderes tun. Nein. Ich sage immer wieder, ich hoffe, Sie können mir da zustimmen, dürfen mich gerne noch bremsen. Kommt in die Eigenverantwortung. Macht euer eigenes Ding. Verändert euch, bevor euch alles verändert. Habt keine Angst. Diese ganze Medienangstmacherei, ich finde sie völlig übertrieben. Ich bin auch der Meinung, dass es sehr, sehr viele gute Juristen gibt. Herr Pinkernagel ist für mich das beste Beispiel, die maximal motiviert sind, diesen Rechtsstaat auch Rechtsstaat weiterhin nennen zu dürfen und dass man auch dagegen alles vorgehen muss. Wir haben noch Optionen, wir sind auf einem guten Weg, denke ich. Es gibt viele ambitionierte Menschen, die an der Stelle kämpfen und sagen, wir geben unsere Rechte nicht einfach widerstandslos ab, um da im Widerstand zu bleiben. Und sage euch ganz offen, wenn ihr eine Maske tragen wollt, markiert die, seid erkennbar. Wir sind viel mehr, als wir immer denken. Es gibt so viele gute Menschen, die haben einfach nur Angst, sich zu denunziert zu werden, angegriffen zu werden, blöd angequatscht zu werden. Geht mit den Leuten einfach wirklich ins Gefühl. Fragt die dauernd, wie fühlen sie sich eigentlich, wenn sie mir das sagen, mich auf die Maske hinweisen. Denn die Leute haben wirklich Angst, die sind intern verletzt. Erst wenn wir diese Spaltung, diese Verletzung bei den Menschen beheben, indem wir anders sind als die, können wir irgendwas erreichen. Juristisch haben wir gute Möglichkeiten. Ich kann Herrn Pinkernagel wirklich von Herzen her empfehlen, weil wir einfach engagierte, maximal motivierte Rechtsanwälte brauchen, die für uns auch den letzten Schritt gehen. Und deswegen bin ich so dankbar, dass wir ihn haben, mit Familie und Co. immer darauf zurückgreifen können und wirklich guten Rat bekommen. Herr Pinkernagel, herzlichen Dank. Ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie sich die letzten Monate so für uns eingesetzt haben, dass Sie für uns immer Ansprechpartner waren, immer erreichbar waren und dass Sie da Ihr Maximales getan haben. Herzlichen Dank. Immer wieder gerne und natürlich nicht nur für Sie. Dankeschön. Danke.